Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES 18 Trainerkette. In der letzten Folge haben wir gegen Real Madrid gespielt und ein unglaublich spannendes Spiel gehabt gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Halbfinale. Ihr könnt euch beide Spiele angucken, einmal rechts oben am i die letzte Folge und die Playlist, da könnt ihr euch einmal die alten Folgen angucken und dann natürlich auch eine neue Folge. Ich verlinke einfach mal die neueste Folge zu PES 19 Demo hier rechts oben am i und da könnt ihr euch dann auch die alten Folgen angucken. Abonniert einfach meinen Kanal, kostenlos natürlich und dann verpasst ihr nichts zu PES 19, sobald die Vollversion draußen ist. Zur Demo verpasst ihr natürlich auch nichts, zu FIFA verpasst ihr auch nichts, also da wird auf jeden Fall jede Menge kommen. In der letzten Folge haben wir gegen Real Madrid 4:0 gewonnen, auswärts in der Champions League. Barcelona hat gegen Rotterdam 3:0 gewonnen, Manchester United gegen OGC Nice 1:0 und Paris gegen Chelsea 4:2. Uli Hoeneß sagt noch ein Sieg in der Liga und das macht 5 in Folge. Ich bin zuversichtlich, dass sie es schaffen können. Ja, können kann ich bestimmt alles, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich gelingt. Denn wir spielen gegen Frankfurt. Ich weiß nicht, wie das Supercup-Spiel ausgegangen ist in echt. Denn ich nehme jetzt ungefähr 20 Minuten, bevor das Supercup-Spiel gegen Frankfurt stattfindet, diese Folgen hier auf, diese Folge eben. Ich habe kleine Aufnahmesession geplant und die musste ich jetzt ein bisschen verschieben. Jetzt ist das direkt vor dem Spiel gegen Frankfurt eben. Also ich glaube, ich kann mal einen Tipp abgeben. Ich glaube, dass sie sie wollen sich rächen, die Bayern. Ich tippe einfach mal mit, 4-1 oder 3-1 oder sowas. Also ihr wisst ja schon längst, wie es ausgegangen ist. Ich habe keine Ahnung, wann diese Folge online kommt. Aber wir müssen ja ein bisschen reinhasseln, hatte ich in der letzten Folge schon gesagt. Damit wir alles noch fertig bekommen, bis PES 19 eben rauskommt. Wir spielen jetzt hier in der Liga gegen Frankfurt. Bin gespannt. Danach haben wir das Rückspiel gegen Real Madrid tatsächlich auch in der heutigen Folge. Und dann sehe ich auch schon in der Liga gegen Schalke. Das ist zwar nicht unbedingt wichtig, aber da können wir dann sehen, gegen wen wir im DFB-Pokalfinale spielen. Das ist so ein kleiner Test quasi dann. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Gabriel Jesus hat zwar einen Balken nach unten, aber Lewandowski hat einen komplett Balken nach unten, so einen ganz archen Balken nach unten hier und hat auch weniger Fitness. Wir packen jetzt einfach mal die B11 rein und ich zeige euch dann, wenn die fertig ist, ne? Wisst ihr Bescheid. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier spielen ganz, ganz viele, die noch nie gespielt haben. Zum Beispiel Götze hier irgendwie oder Friedl. Ich habe immer Bernard spielen lassen, wenn ich da mal die B-Mannschaft oder so hatte. Dorsch hat noch nie gespielt. Benko glaube ich auch nicht. Rudi hat schon mal gespielt. Da fällt mir ein, dass ich die beiden mal tausche und Dorsch ein bisschen zurückpacke. Das machen wir einfach mal so ungefähr. Das passt schon. Coman und Jesus und so, die haben schon gespielt, aber es sind wirklich schon ein paar Spieler, die hier wirklich gar nicht gespielt haben. Ultra witzig kann das jetzt werden. Wir müssen in der Liga nicht mehr auf Sieg spielen und das ist komplett egal, was wir hier gegen Frankfurt machen. Wenn sie gewinnen, schön für sie. Ich muss nur Spieler schonen für das Spiel gegen Madrid. Und gegen Schalke werde ich natürlich gucken. Gucke ich mal auf den Spielplan, wann dann eben das nächste Spiel ansteht, das nächste wichtige. Aber wenn da ein bisschen Pause zwischen ist, da werde ich dann natürlich schon bessere Spiele auflaufen lassen. Vielleicht nicht die A-Mannschaft, aber so eine Mischung aus der A und B. Damit eben, ja, das so ein kleiner Test ist, sagen wir mal. Ich bin gespannt. Jetzt München gegen Frankfurt mit diesen, ja, doch eher schlechteren Spielern. Und nach dem Spiel mache ich dann immer eine kleine Pause, damit ich mir die erste Halbzeit von dem echten Spiel reinziehe. Und oder ich öffne mir die nebenbei, das wäre vielleicht auch eine Idee. Ja, ich guck mal, aber wir starten auf jeden Fall rein, let's go. Und das 1:0 für Frankfurt. Es war ja abzusehen, dass das jetzt kein krasses Spiel wird. Aber das wird bestimmt nicht. Also ich habe da doch immer noch Vertrauen, dass meine Mannschaft da was macht. Im Sturm haben wir ja auch ganz normale Leute wie Gabriel Jesus, James Rodriguez, der ja ein ganz, ganz wichtiges Tor in der letzten Folge gemacht hat. Und Coman haben wir auch. Also da habe ich gar keine schlechteren Spieler mehr. Und naja, es hat auch angefangen zu regnen gerade. Das ist auch geil. Das ist natürlich noch ein Negativpunkt. Mit denen kann ich nicht so gut spielen. Aber wie gesagt, ist mir sowas von scheißegal, wie das Spiel jetzt ausgeht. Ich werde mich natürlich trotzdem anstrengen, damit die
ja, quasi jungen Spieler ja auch mal ein cooles Erlebnis haben. Aber, naja, ist eigentlich egal. Ah, Jesus. Kann man schon mal machen, Kollege. So die erste richtige Chance. Hat er gut gemacht, da ein bisschen reingerutscht. Die Flanke war eigentlich auch gut, der Schuss war eigentlich auch gut, aber es war so ganz, ganz knapp daneben. Okay, Halbzeit 1:0 durch Alea in der 18. Minute. Und ja, also mir gefällt das Spiel, ich finde das witzig, dass wir mal nicht so krass stark sind. Und mit den jungen Spielern zu spielen macht tatsächlich Spaß. Und ja, kann man öfter mal machen, wenn man eh nicht mehr auf Punkte spielt. Ist das ganz witzig. Und da fällt das 2:0 durch Alea mal wieder. Und das ist echt cool. Ich finde das witzig, echt. Ich weiß nicht warum, aber ich muss es zugeben, dass es echt witzig ist. Gut, da hätte man ein bisschen besser verteidigen können. Auch der Torwart, naja, aber macht Spaß trotzdem. Wie gesagt, echt krass, wie das ist. Es wundert mich, aber es ist crazy. Jawohl. Ulreich. Oh Mann, ich amüsiere mich. Das finde ich cool. Weil das ist halt so, Bayern ist halt irgendwie. Die sind halt fast nie vorne, haben nie, keine Ecken, gar nichts. Also so ein Chancentod, es passiert einfach nichts. Und das finde ich irgendwie erstaunlich und realistisch und witzig. Und ich habe gerade Spaß dran, muss ich echt sagen. Das Spiel macht Spaß zu spielen, echt. Und da sitzt der Ball nochmal. Gabriel Jesus. 1:2 der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit. Ja, ein Tor haben sie schon mal gemacht. Ja, das ist auch cool. Es war echt kurz vor knapp jetzt nochmal. Zwei Pässe. Hätte das ein bisschen länger gedauert, wäre das, hätte er schon abgepfiffen, der Schiri. Also ich habe mich amüsiert. Ich fand das Spiel cool. Ich habe den jungen Spielern die Möglichkeit gelassen, 90 Minuten durchzuspielen. Sie konnten machen, was sie wollen. Sie hätten Chance gehabt, Tore zu machen. Haben sie leider nicht gemacht. Nur Gabriel Jesus jetzt eben. Aber kein Problem. 2:1 für Frankfurt. Denen gönne ich natürlich auch weitere 3 Punkte. Und mir hat das Spiel echt Spaß gemacht. Jetzt wird es wieder ernst. Jetzt spielen wir gegen Real Madrid. Und ey, das kann was werden. Das müssen wir halt, also ich meine, da führen wir ja auch mit 4:0 quasi durch das Hinspiel. Aber das müssen wir schon gut über die Runden bringen und natürlich auch Tore selbst machen noch. Ein Tor wäre ganz cool, dann kann man ein bisschen langsamer. Aber ich bin eher der Typ, der dann nicht sagt, hey, wir spielen jetzt langsamer, sondern einfach reinballern. Das fände ich ganz cool. Und ja, wir sehen auch hier Frankfurt auf Platz 16. Also ich habe ihnen damit, denke ich, schon geholfen. Denn es kann sein, dass sie absteigen, theoretisch. Und das mache ich doch gerne, Leute. Das ist doch tipptopp, ne? Die Ergebnisse nicht vorgelesen. Fuck, ich hab's vergessen. Ist egal. Okay, wir spielen gegen Real Madrid. Let's go. So, Leute, ich bin wieder back. Hab mir das Fußballspiel natürlich angeschaut. 5:0 ging's aus. Also ich habe ja getippt 3:1 oder 4:1. 5:0 habe ich auch nichts dagegen gehabt. Und Sandro Wagner hätte das 6:0 auch noch machen können. Das war schade, aber das ist tut nichts zur Sache. Sie haben trotzdem auf jeden Fall richtig gut gewonnen. Und haben sich angestrengt, ein bisschen unsportlich natürlich, war das Ganze auch, ihr wisst, was ich meine, denke ich, da mit dem Kapitän da von Frankfurt. Jedenfalls muss ich mich jetzt wieder ein bisschen finden, denn ich habe jetzt dann nach dem Spiel nochmal ungefähr, ich weiß nicht, 2 Stunden Pause gemacht ungefähr. Heißt, es ist auch gerade schon nach 12 Uhr. Ich kann nicht mehr so laut reden bzw. rumschreien, wie ich das manchmal gern mache, wenn ich mich aufreg. Aber das ist überhaupt kein Problem. Wir gucken mal hier. Jo, Thiago ist eh ein Fall nach unten. Dann packen wir einfach mal Tolisso rein. Und dann packen wir für Müller James Rodriguez ein, der auch so einen leichten Fall nach unten hat. Und ja, ansonsten belassen wir es einfach dabei. Auch wenn Ulreich einen Fall nach oben hat und Neuer nur so einen Fall nach, ja, recht so neutralen halt eben. Das ist egal. Denn, ja, ich will jetzt den Torwart nicht unbedingt wechseln. Was hat Robben eigentlich als
machen wir einfach so, weil Ribéry ist hier hinten besser und ich brauche die auch gar nicht alle so weit vorne, also ist kein Problem. Lassen wir es so und dann starten wir rein gegen Real Madrid. Das weiß ich auf jeden Fall, dass wir 4-0 in letzter Folge gespielt haben und ja, wir wollen uns natürlich nicht ausruhen auf dem 4-0 Vorsprung. Weiter geht's, richtig reinpowern, das ist das Ziel. Zu Hause in München gegen Real Madrid, wie gesagt, Auswärtstore haben wir ja ordentlich gemacht. 4-0 gewonnen gegen Real Madrid. Wenn das jetzt genauso gut läuft, wäre das mega gegen 8-0 insgesamt oder wie gesagt gegen nochmal ein 4-0 halt eben. Hätte ich auf jeden Fall nichts. Wir dürfen nur nicht zulassen, dass Real Madrid hier gut anfängt und ja, vielleicht die auch das 4-0 schafft oder so. Unmöglich ist es nicht. Also lieber erstmal, dass wir in Führung gehen, 1-0 machen. Und ja, übrigens kann ich mal wieder ein paar Versprecher drin haben, da es jetzt auch noch spät abends ist. Ja, ist geil. So, starten wir rein. Let's go. Yo, da ist schon das 1-0. Real Madrid geht in Führung. Relativ früh, 11. Minute, 10. 11. Minute irgendwie so. Durch Asensio 1-0. Noch 3 Tore brauchen sie für die Verlängerung. Natürlich, wenn sie mehr als 4 Auswärtstore schießen, haben sie einen Vorteil. Das lassen wir nicht zu. Wir wollen jetzt den Ausgleich machen und in Führung gehen. Oh, Alter, Lewandowski will hier direkt einen raushauen. Wenn schon, denn schon. Ne? Das, wenn das mal was werden würde, wenn der mal reingehen würde, the fuck, wäre das krass. Halbzeit 0-1, kriegen es nicht hin, irgendwie ja, einen Ausgleichsservice zu machen. Wir sind bisher echt nicht so präsent. Ich meine, wie gesagt, es ist spät abends und ich bin jetzt nicht mehr ultra konzentriert, aber ja, ja, es geht doch. 6 Schüsse, 3 aufs Tor, ja, Madrid hat zwar 3-3, aber habe ich nicht gedacht, dass wir doch so viele haben. Mehr Ballbesitz wieder, ein bisschen mehr. Mir ist das klar, dass das im Hinspiel Glückssache war. Real Madrid hatte einfach einen schlechten Tag, weil die hat 0 Schüsse. 0 Schüsse, 0 aufs Tor. Das ist schon echt, das passiert nicht häufig. Aber ich hoffe, dass auch nicht passiert, dass sie hier 4-0 aufholen. Ja, wir werden das schon irgendwie verhindern. Auch wenn die richtig stark kommen und das auch wieder eine gute Chance war. Ich habe ein bisschen Angst, aber ja, ja, das klappt schon alles. Oh, das war richtig knapp. Ganz stark von Neuer. Hier gehen wir einfach mal mit einer Grätsche rein. Wir müssen jetzt den Ball irgendwie hier wegbekommen. Denn die machen das ganz schön gut. Ich meine, ihnen läuft die Zeit davon. Sie haben natürlich ein 1-0. Führen hier. Aber natürlich fehlen ihnen noch 3 Tore für die Verlängerung. Und sie haben nicht mehr so viel Zeit. Das könnte jetzt eine Chance werden. Aber ich wollte auf Robben, nicht auf Lewandowski. Mann, die Flanke war ultra kacke dadurch. Ihnen läuft die Zeit davon. 20 Minuten haben sie noch. Und sie brauchen wirklich noch 3 Tore für ein Unentschieden. Für die Verlängerung. Und ja, das wird recht schwierig. Wie gesagt, ich würde das Spiel natürlich gerne gewinnen. Das ist eigentlich immer mein Anspruch, auch wenn wir mit einer 3-0-Niederlage weiter wären. Gewinnen ist, wie gesagt, dahingegen immer mein Anspruch. Ich möchte aber auch gleich wechseln. Junge. Mal gucken, vielleicht können die neuen Spieler dann ein bisschen mehr Schwung einbringen. Jetzt vielleicht Lewandowski, jawohl. Das war gar nicht schlecht gemacht. Und da steht es 1-1. Verlängerung ist damit ausgeschlossen. Und Real Madrid ist damit ausgeschieden. Viertelstunde noch. Und ja, sie bräuchten jetzt nicht nur noch 3 Tore. Selbst 4 Tore würden ihnen nicht reichen. Oder doch? Doch, 4 Tore, weil sie dann 5 Auswärtstore, ja. Okay, also wenn sie 4 Tore machen würden noch, dann, ja, wären sie weiter, direkt weiter. Aber das schaffen sie in der Zeit nicht mehr. Oh, knapp wieder, gute Chance.
vielleicht doch wichtig, dass Neuer da rauskam. Dran war er, glaube ich, nicht. Aber wenn er da nicht rausgekommen wäre, wäre das vielleicht kritisch geworden. Dran war er nicht. Es gibt drei Wechsel. Es kommt Müller für James Rodriguez. Und Thiago für Tolisso. Und wen habe ich noch gewechselt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ach so, ja, Gabriel Jesus für Lewandowski. Und die haben jetzt auf totalen Angriff gestellt. Deswegen stelle ich mal wieder auf ausgeglichen. Vielleicht kann ich ja doch nochmal kontern und den Führungstreffer erzielen. Und ja. Ah, da machen sie nochmal ein Tor. Jetzt gewinnen sie das Spiel sogar. Haben natürlich auf totaler Angriff. Und sie ist eine gute Mannschaft. Sie kombinieren das gut. Und wie gesagt, ich bin um die Uhrzeit leider nicht mehr komplett auf 100%. Ja. Stehe da auf ausgeglichen. Bewege mich ein bisschen mit. Umgrätschen wollte ich da jetzt auch keinen. Gibt nur mal zwei Wechsel. Bale und Hernandez kommen für Salah und Marcelo. Und naja, das sollte trotzdem gegessen sein. Ah, das wäre vielleicht nicht gar nicht so schlecht gewesen. Hier nochmals unentschieden. Einfach für die Fans, Leute, wisst ihr Bescheid. Unentschieden für die Fans. Das wäre immer ganz cool. Oder eben der Sieg, das war der Plan von Anfang an. Aber der Madrid hat das ganz gut gemacht. Heute hätten sie das so im Hinspiel gemacht, hätten wir ein fettes Problem bekommen. So ist es mir eigentlich relativ egal. Jetzt boxe ich ihn um. Kenne ich nix. Rot wird er nicht geben. Also komplett egal. Noch ein Tor wäre ein bisschen blöd. Ich meine, es wird auch nichts ausmachen. Steht insgesamt dann 5-3. So steht es halt 5-2. Ja. Gelbe Karte macht mir halt auch nichts aus. 1-2 verloren zu Hause. Wie gesagt, das ist in Ordnung. Wir haben ein Tor gemacht. Drei Tore insgesamt gefallen. Aber ich mag das eigentlich immer lieber, auch wenn es nur ein Spiel ist, die Fans einfach dann ein bisschen, ja, mit einem Sieg, mit einem Unentschieden oder so, damit, das ist zwar nur ein Spiel, wie gesagt, und die Fans, die existieren ja nicht richtig, aber ihr zum Beispiel, ihr schaut ja auch hier zu, und wenn ihr dann, ja, wenn ich dann gewinne, dann seht ihr hier, wie ich gewinne und nicht, wie ich verliere, aber ich reg mich jetzt sowieso nicht auf, weil es eben schon spät ist, wir haben gerade 0:30 und komplett egal, wir sind mit 2-5 weiter. Ein 4-0 und ein 2-1 bin ich mit zufrieden. Barcelona ist mit 7-1 weiter, 13-0 und 4-1. Manchester United mit 1-0 und 1-1 weiter. Also ganz, ganz knapp hier. Und ein 5-3 bei Paris gegen Chelsea. Dass die auch so hoch gewonnen haben wie wir ungefähr. Weil Real Madrid, Bayern, beides gute Mannschaften. 2-5, echt gut. Wie gesagt, Glück gehabt, dass wir da im ersten Spiel 4-0, das war sehr, sehr wichtig. Klar hätte ich mich dann hier mehr angestrengt, aber, ne, wisst ihr Bescheid. Aber das Paris und Chelsea 4-2 und 1-1, auch krass, dass da Paris dann doch mit 2 Toren Unterschied und 5-3 insgesamt 8 Toren gewonnen hat. Jetzt wird ausgelost, glaube ich. Ja, ausgelost wird noch schnell in dieser heutigen Folge. Gegen wen wir spielen? Wahrscheinlich Barcelona. Ne, okay. Manchester United ist gut. Kann man aber machen. Also Paris und Barcelona wären mir nicht lieber gewesen. Es sind alle Mannschaften gut. Bayern, Paris, Barcelona, Manchester United. Also alles wirklich echt gute Mannschaften. Und bin zufrieden mit der Auslosung. Hätte schlimmer kommen können. Barcelona wäre, glaube ich, schlimmer gewesen. Aber ja, okay, das war's von der heutigen Folge. Ich gehe jetzt ins Bett und nehme dann morgen wieder für euch auf. PES und Koop-Karriere mit Jan und ETS mit Jan müssen wir auch noch was aufnehmen. Wird ganz cool, ich bin echt gespannt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.